Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 Karriere. Wir sind wieder da und wir spielen heute gegen den FC Arsenal in London. Das wird der absolute Hammer. Das sage ich euch, das wird der absolute Wahnsinn. Und unsere Nummer 1 im Sturm ist wieder fit. Der gute Václav Cutlets ist wieder am Stissel. Und den nehmen wir dann auch direkt mal mit. Und sorry an Majuka, aber Cutlets hat keinen Vorrang. Das kann ich jetzt nicht bringen. Es tut mir leid, aber das kann ich jetzt nicht bringen. Nein, das kann ich nicht machen. Aber Cutlets nehmen wir auf jeden Fall mit. Der ist mit am Start und der wird auch wahrscheinlich eingewechselt werden. Aber Majuka hat so gute Leistungen gebracht. Sorry, lieber Cutlets, aber da muss ich erstmal auf Majuka zurückgreifen. Er hat in den letzten Spielen immer die entscheidenden Tore geschossen. Ja, außer Vitinho in der Europa League, aber ansonsten hat Majuka sich nicht lumpen lassen. Lass dich nicht lumpen, hoch den Humpen. Zwischen Leber und Milz passt immer ein Pilz. So, okay, wir starten durch gegen den FC Arsenal und wir spielen im Le Emirat Stadion. Heiter bis sonnig und auf geht's. In Schneeweiß gegen die Gunners. Gegen Wenger und Co. Boah, ich bin sehr gespannt, was Arsenal noch eingekauft hat mittlerweile an Spielern. Da hat sich ja bestimmt in 3 Jahren FIFA-Karriere doch ein bisschen was geändert. Mal gucken. Aua! Okay, auf geht's! Boah, ich bin so heiß, Mann. Heiß wie Frittenfett hier im Emirates. Wir hören mal rein in die Atmosphäre. Sie ist galaktisch. So, jetzt aber. Lies über die Tabelle. Und da kommen sie, die Spieler vom FC Arsenal mit Mertesacker. Mit, ist das Soldado? Ne, das ist Debuchy. Okay. Oh, hier. Stadionpanorama, Baby. Das ist unsere Truppe, die in der Europa League für Furore sorgen wird. Das verspreche ich euch an dieser Stelle. Wir gehen mal rein in die Aufstellung. Das ist die Aufstellung von Arsenal mit Özil, mit Welbeck, mit Carzola, mit Campbell. So viel haben die gar nicht eingekauft. Ramsey, Mertesacker. Das ist noch relativ. Oh, ist schon Respekt einflößend, Mann. Ist schon Respekt einflößend. Hier sind wir unsere Truppe. So. Spielsatz. Und auf geht's. Leiter der Partie ist Gustavo Apollonio. Ein Italiener. Das ist Mesut Özil. Und das ist der Ball und das ist der Anstoß. Und auf geht's. Arsenal gegen Frankfurt, Topspiel im Emirates. Es ist großartig, dass wir hier im Arsenal-Stadion spielen dürfen. Ich finde das Arsenal-Stadion super. Ich mag die Fans von London. Gerade wegen dieser Stimmung, die sie da gerade machen. Son. Flanke kommt mal direkt. Boah, das war sogar ein Schuss, Alter. Ein Torschuss. Hör mal. Ist schon klasse. So, Junuzovic. Vielleicht können wir die Fans aber schnell verstummen lassen. Mit Rüdiger! Ich glaube, was Majuka? Nee, es war Rüdiger. Also, ersten 2 Chancen gehen an uns. Und so ist auch gut. Vorsicht, Rüdiger ist da. Boah, ganz schlecht, ganz schlecht. Ganz übler Fehler von Zambrano da. Das war gar nicht Zambrano. Aber gut, dann direkt dagegen gehalten. Und jetzt kommt Son. Wir sind gut drin in der Partie. Son, kriegt den Ball nicht runter. Er hätte ein bisschen fester treten müssen da, den Ball. Wäre auch angekommen. Jetzt beunruhigende Ruhe im Stadion. Das ist auch... Junuzovic und Bandowski. Bandowski. Oh. Brand dabei eingesetzt, sehr schön. Santi Carzola. Alles grandiose Fußballer. Welbeck. Ehemals Manchester United. Stark gemacht von Rüdiger. Einwurf für die Gunners. Vorsicht, stark. Brand ist da. Boah, bisschen Körpereinsatz. Kannst du aber mal machen. Kannst du bringen. Das geht. So, Vitinho kriegt da nicht den Ball. Holt aber den Einwurf raus für seine Mannschaft. Boah, schlechter Einwurf. Ganz schlechter Einwurf. Özil. Welbeck. Vorsicht.
Ja, ein bisschen Trikot ziehen, so ein bisschen leichtes Zupfen. Das bringt den Spieler schon mal aus der Bahn, aber das bringt gar nichts. Debuchy. Wandowski, Körpereinsatz, stark. Da kommt noch Rüdiger, glaube ich, war es zur Hilfe. Und dann hat sich das. Stark von Wandowski hier. Stark! Boah. Also der Junge, Wahnsinn. Brand. Gegen Mertesacker. Stark. Weltklasse. Boah. Aber dann der Pass leider. Es wird viel Laufarbeit nötig sein gegen London. Boah, gut. Gut dagegen gehalten. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Debuchy wieder. Özil, der passt noch nicht ideal auf Cazorla. Gips. Gips ihn. Vorsicht, Gips. Schön. Im Verbund. Also immer schön doppeln. Das ist auch wichtig. Zumindest auf den Außen, dass man da immer zu zweit ist. Vorsicht vor Mertesacker bei Eckbällen. So viel steht fest. Özil tritt hin. Özil hat wen im Blick? Niemanden. Der Ball geht nirgendwo hin. Opara probiert es, aber den kriegt er eh nicht mehr. Gut, also der Eckball war jetzt nicht wirklich angsteinflößend. Opara. Kriegt den noch? Ja, kriegt den noch. Opara. Oh, wenn der ankommt, Ladies and Gentlemen. Son. Wer geht jetzt durch die Mitte? Wer traut sich? Junosovic. Oh, Junosovic. Starker Schuss. Schön gespielt. Über Vitinho und Junosovic. Flanke kommt. Da ist Son. Da ist Son. Oh. Brandt. 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 Chizzy. Oh, boah, richtig gute Chancen. Und Arsenal wackelt. Arsenal ist nicht... Arsenal im Moment. Junosovic. Majuka! Und Vitinho! Oh, Mertesacker. Oh! Son. Kurze Eckball-Variante. Son. Junosovic. Flanke kommt. Oh, die war nicht gut. Die war nicht gut. So, Welbeck direkt attackiert. Sehr schön. Was ist das? Holla. Holla, holla, von die Cazorla. So, wir spielen als nächstes in Bremen. Also geht's von London aus gleich am Samstag dann rüber nach Bremen, nach Norddeutschland. Da sollen wir bestimmt ein paar Grüße vom guten Mertesacker ausrichten. Der Ex-Veteraner. Also wie gesagt, im Moment London absolut nicht im Spiel. Vitinho, der Pass ist nicht gut gewesen. Auf Son. Die Arsenal-Fans sind aber da. Sie unterstützen ihr Team. Auch wenn die bis hierhin nicht wirklich eine Chance haben. Debuchy. Und Brandt. Ah, trennt sich da zu spät vom Ball. Holt ihn sich aber wieder. Ah, Campbell ist stärker im Zweikampf. Okay. Campbell ist da. Also wir haben Arsenal sehr gut im Griff. Die Frage ist, wie lange können wir das machen? Wie lange können wir hier volle Power geben? Das ist die Frage. Kein Foul gegen Özil. Aber dann kein guter Pass. Der kommt direkt retouren. Vorsicht, Mesut Özil. Und das ist Wiltshire und das ist Welbeck. Da stehen sie sich so ein bisschen selbst auf den Füßen. Oh, da muss man aber zurückspielen. Alter. Hör mir auf. So. Wandowski. Und das ist einer für Majuka. Der ist natürlich schneller als Mertesacker, ist doch ganz klar. Majuka, die Flanke kommt, die ist gut. Wandowski. Ah, dem hätte ich es gegönnt. Wenn er da jetzt den Kopfball reingemacht hätte, hätte ich gegönnt. Also ich gönne es natürlich jedem meiner Spieler, ist ja klar. Boah, schön gespielt. Man hätte mich nicht gewundert, wenn es da jetzt Freischuss gegeben hätte. Ich glaube, da haben wir nur den Mann gespielt. Son. Oh, wunderbar. Abseits. Ah. Schade. So, die ersten 45 Minuten sind gleich rum und wir ärgern Arsenal. Das ist gut. Wir setzen immer mal so ein paar Nadelstiche.
Schön gespielt. Vitinho. Schön. Und das ist Son. Ah, das ist... Die Flanke ist nicht gut. Oh, Öztunali. Öztunali. Oh. Der zweite Schuss war scheiße, aber der erste war gut. Hätte mich mal interessiert, wie der ankommt. Also wie der aufs Tor geht. Hätte mich wirklich mal interessiert. Schön. Kopfball gewonnen. Oh, Vitinho. Oh, und jetzt Majuka. Majuka! Halbzeit. Halbzeit in London. Es steht 0-0. Wir sind die debütierende, ja. Wir sind die dominierende Mannschaft. Wir sind besser wie Arsenal und wir haben mehr Torchancen. So, hier sehen wir noch die anderen Ergebnisse. Wir gucken mal kurz, wo die deutschen Mannschaften stehen. Hamburg liegt 1-0 hinten gegen Real Sociedad. Und wo ist Hoffenheim? Dort haben wir Hoffenheim. Die führen gegen Olympiakos. Okay, sehr gut. So, was machen wir? Wir lassen die Mannschaft unverändert. Wir lassen die Mannschaft, wie sie ist. Die spielen gut im Moment. Im Moment geht's noch von der Physis her. Von daher lassen wir sie einfach mal so. Aber wir müssen natürlich nachher wechseln, so viel steht fest. Stark von Son. Ball gegen Carzola behauptet und dann Einwurf für die Londoner. Gibt's ihm. So, die Fans werden wieder lauter. Vorsicht! Ball auf Welbeck. Gute Idee von Ramsey oder Wiltshire war es, glaube ich. Wiltshire. Am Ende dann aber keine Chance. Ich muss sagen, Arsenal London ist auch eine Mannschaft, mit der ich sehr, sehr gerne Karriere spiele. Ah. Da war niemand. Vorsicht, Carzola. Und Scuffet. Das ist ganz schlecht. Gut gemacht. Gut gelöst, die Situation. Milosevic. Brandt. Boah, Milosevic. Stark. Am Ende dann. Brandt. Da unten ist Son. Ich spiele aber auch Verdacht auf Son. Der ist gut. Majuka. Ui. Ui. Oh. Einfach mal auf Verdacht auf Son da unten gespielt. Musste ich. Brandt hätte das Laufduell wahrscheinlich nicht für sich entschieden. Boah, da müsst ihr doch auch drauf gehen, Jungs. Schön. Opara. Öztunali. Oh. Ja. Ah, schade. Vorsicht. Campbell. Ah, schön von Opara. Also körperlich ist der Junge wirklich Hammer. Der haut da einen raus, einen nach dem anderen. Opara. Und Majuka setzt sich da nicht durch. Jetzt kann es gefährlich werden da hinten. Özil, 3 gegen 3. Wenn sie schlau anstellen, sogar 4 gegen 4. Und das war ein Foul von Zambrano. Freistoß ist in Ordnung. Freistoß für Arsenal. Natürlich nicht direkt ausgeführt. Das wäre ja auch ein Hammer, wenn sie das tun würden. Variante. Kann ich gleich sagen, ob es was bringt oder nicht. Özil. Welbeck. Ball verloren. Brandt. Ist natürlich die Frage, wer geht mit, wer hilft? Junosevic. Gegen seinen Ex-Bremer Kollegen, gegen Mertesacker, und der macht das klasse. Hat das antizipiert, was Junosevic davor hat. Und dann war der Angriff im Keim erstickt. Sanchez. Boah, schön. Özil. Özil gegen Junosevic. Özil dürfte einen Eckball geben. Ja. Eckball für London. Aufpassen, Mertesacker. Immer wieder Mertesacker. Ja. Genau deshalb. Schöne Variante. Dzeko. Oh, Dzeko haben die gekauft. Krass. Vorsicht. Milosevic stark. Und jetzt kommt Son. Und Majuka. Vitinho ist es. Vitinho auf Nummer sicher. Sehr gut. Oh! Hammer gut gespielt. Majuka. Boah. Richtig schöner Spielzug. Okay, wir müssen wechseln. So zwischendrin braucht es dann halt doch mal einen Wechsel. Ich würde sagen, wir bringen tatsächlich Cutlets für Majuka und Coleman für Brandt. Einfach weil Coleman, oh, super schnell ist. Und gegen Debuchy da oben
sicherlich Ära bestehen kann wie ein Brand im Laufduell. Und ein Debussy kann wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so wirklich viel rennen. Opara ganz stark gegen Özil. Opara. Son. Ah, fliegt den Ball gegen Gips. Der hat einen Gips. Ist verletzt. Kann nicht mehr. Oh Gott. Wheelchair. Klasse Ball, aber Zambrano ist da. Und Skuffé auch. Und Brandt nochmal. Bevor dann gleich ausgewechselt wird. Nochmal Yuka, das ist nicht gut. Also gerade gegen Mertesacker erwarte ich da schon ein bisschen mehr. Gerade in Bezug auf seine Schnelligkeit und Wendigkeit. Sanchez jetzt mal über die linke Seite. Rüdiger kommt Opara zu Hilfe. Sanchez vertändelt den Ball komplett und wir können wechseln. Okay. Opara, kleinen Moment. Opara, da bin ich wieder. Auf geht's. Die letzten 10 Minuten in diesem Spiel. Vitinho. Son. Ballverlust von Katlet. Koscielny setzt mal unter Druck. Wiltshire. Boah. Bandowski ist da vorne mit am Start. Und Arsenal kommt. Über Sanchez. Mertesacker mit vorne. Kein Foul. Koscielny. Arsenal macht Druck. Vitinho. Katlets. Boah, Katlets. Katlets geht allein aufs Tor zu. Kein Abseits. Katlets. Oh, Chesney. Oh. Komm, Son, beeil dich. Aigner mit der Flanke. Coman. Katlets. Und Tor. 1-0. 87. Minute. Frankfurt führt in London. Weil es super gespielt ist. Coman, Aigner mit der Flanke. Coman mit der Kopfballablage und Katlitz mit dem Tor. Der Rückkehrer direkt von Beginn an wieder da. Alter Schwede. Was ist hier los, Freunde? Boah. Viertes Tor in der Europa League. Im vierten Spiel. Václav Katlec. Und jetzt steht's 1-0. Und London, kannst du nicht glauben. Junuzovic. Katlec. Coman. Die werden doch nicht. Boah, Wiltshire. Was macht Wiltshire eigentlich so weit da hinten? Ja, Bandowski war jetzt nicht so gut. Aber Aigner ist ja noch da. Mertesacker mit vorne. Also Wiltshire spielt hinten in der Verteidigung. Und Mertesacker oben in der Offensive. Da, die Flanke ist gut. Skuffé! Schön. Son. Ball auf Katlets, kommt nicht an. Gips es da, Katlets. Debussy. 4 Minuten Nachspielzeit. Die Nachspielzeit läuft bereits. Aigner. Schön Arsenal in die eigene Hälfte drücken. Ramsey. Die Fans sind nochmal da. Was ist das denn? Und aus! Sieg in London! Sauber und wieder schnell. Schon wieder 1-0. Unfassbar. Und wir gewinnen in London. Das ist doch der Wahnsinn. Alter Schwede. Durch Václav Katlec in der 87. Minute mit dem Siegtreffer. Und wir gewinnen das Europa-League-Spiel im Emirates Stadium. Ja, alter Schwede. Und wir gewinnen schon wieder mit einem 1-0. Das ist ja, also so langsam frage ich mich, was da los ist. Es ist ja immer nur 1-0. Ich meine, es ist egal. Wir sind, wie wir am Ende gewinnen. Hauptsache, wir gewinnen. Ne? Aber immer nur 1-0 ist schon lustig. Das zeigt eigentlich, wie gut wir auch unterwegs sind. Wie lange haben wir denn jetzt bitte schon kein Tor mehr kassiert, Alter? Das wüsste ich auch gerne mal. Also 4 Spiele sind es mit Sicherheit mittlerweile. So, hier sehen wir noch die anderen Ergebnisse. Hamburg hat 2-0 gegen Real Sociedad verloren. In Hoffenheim kann ich leider nicht gucken, weil ich nicht runterscrollen kann. Schade. Rio Ave hat jedenfalls 0-0 gegen Brøndby gespielt. Das heißt, auf dem Saisontableau
sind wir momentan, kleinen Moment, ich check das eben mal, wie das da aussieht. Ah, hier sind wir ja schon, Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, Gruppe D, Manchester United ist auch weiter so gut wie, okay. War da noch gerade Dortmund? Nee. Moment. Wo sind wir? Wir sind im Moment Erster in der Europa League-Gruppe. Der Drittplatzierte hat 2 Punkte, das heißt, das sind 5 Punkte Vorsprung, die wir schon mal sicher haben. Und ich glaube, wenn wir dann das nächste Spiel tatsächlich sogar schon gewinnen und Brøndby sowie Rio Ave, beziehungsweise wir spielen ja dann gegen Arsenal, also wenn die Brøndby gegen Rio Ave unentschieden spielt, wir gewinnen das nächste Spiel auch, sind wir in der Europa League, glaube ich, schon so gut wie durch. Ja, dann haben wir nämlich 7 Punkte Vorsprung auf Brøndby und Rio Ave. Beziehungsweise auf Rio Ave sogar dann mehr Punkte, glaube ich sogar. Ich glaube sogar 8. Gegen Brøndby haben wir 7 Punkte Vorsprung, dann sind wir schon durch in der Euroleague. Das ist der absolute Wahnsinn. Schauen wir mal auf die anderen Tabellen. Also Hamburg ist Zweiter. Club Brügge hängt aber hinten im Nacken. Und wo ist Hoffenheim? Auch Zweiter. Mit 5 Punkten, 3 Punkte Vorsprung auf Esbjerg. Ja, also wir sind in der Europa League, muss ich sagen, schon verdammt gut unterwegs. Und momentan absolut im Soll. 5. in der Liga mit 17 Punkten. In der Europa League sind wir Erster. Wir sind auf dem richtigen Weg, sage ich einfach mal. Jetzt geht's gegen Bremen und dann DFB-Pokal gegen Schalke. Was will man denn mehr? Also wir sind, wie gesagt, vollkommen im Soll mit unserer bisherigen Saisonleistung. Das ist gut. Das heißt, wir haben gar nicht mal so schlecht eingekauft. Und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Morgen um 15 Uhr, wenn es dann weitergeht, mit FIFA 15 Karriere. Dann geht's gegen SV Werder Bremen. Bis dahin.